Zusammen mit seiner Frau Jane haben wir für Michel Renkli ein spezielles Treffen vorbereitet. Der Captain vom FCL trifft den Captain vom Dampfschiff Unterwalden. Der Roger Maurer, der Captain von Unterwalden, geht sogar noch weiter und überlässt für einmal das Steuer von seinem Schiff im Captain vom FCL. Also würde ich jetzt Ruder in dir übergeben? Ja. Als neuer Captain vom FCL. Der Michel Renkli, der neue Captain von der Unterwalden. Ja, da können wir nicht so aus, glaube ich. Fußball und auf dem Platz sitzen. Da weiss ich, was ich zu tun habe. Von dem her fühle ich mich jetzt sicher wohler. Aber das ist auch eine schöne Erfahrung, da mal etwas anderes. Aber Mannschaft zu führen, liegt mir sicher mehr. Auf dem Fußballplatz also fühlt sich der Michel Renkli wohler in der Rolle als Captain. Der verlängerte Arm vom neuen Trainer Carlos Bernecker. Das Erfolgserlebnis gegen Lausanne für den neuen Captain, der Anfang der Wende zum Besseren. Wir haben das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr, das sehr wichtig ist für uns. Wo wir immer gesagt haben, wir haben ein bisschen Probleme eher im Kopf als in den Beinen. Und ich hoffe, das hat bei allen auch ein bisschen die Anspannung gelöst. Und wir sehen, dass wir gewinnen können und dass wir jetzt die Serie auch weiterführen können. Am liebsten mit einem Sieg gegen die Grasshoppers. Vom Rasen gehen wir zurück aufs Wasser. Danke, Michel. Der Kapitän steht im Vordergrund. Das Schiff aber planmässig unterwegs ist, braucht es die ganze Crew. Auf der Fahrt auf Eckis bleibt Michel Renkli Zeit, darüber zu reden, wie er sein Amt als Captain sieht. Es geht wirklich auch um alle rundherum, dass wir als Team Erfolg haben und dass jeder Einzelne auch weiterkommt. Und daran bin ich sicher auch sehr interessiert, jedem Mitspieler wieder Tipps zu geben auf dem Platz, wie auch neben dem Platz. Die Fahrt als Schiffskapitän ist für den Michel Renkli zu Ende, nicht aber die als FCL-Captain. Da will er gegen GC dort aufhören, wo es gegen Lausanne angefangen hat. Einmaliger Ort, einmalige Musik, ein einmaliges Erlebnis. Il Divo, das weltbekannte Klassik-Crossover-Quartett, begleitet vom Christoph Walter Orchestra, kommt am Samstag, 15. Juli 2013 für ein exklusives Open Air in Swissbor Arena nach Luzern. Tickets und VIP-Packages gibt es im Vorverkauf auf www.typhoonmusic.ch. Präsentiert von Tele1, Radio Pilatus und der neuen Luzerner Zeitung.